Die Stadt bewegt und verändert sich dynamisch und ständig. Den Einwohnern ist sie zwar vertraut, aber ein Fremder bemerkt sofort, dass etwas fehlt. Die Menschen konzentrieren sich auf die Arbeit, Schule und Alltag, aber immer weniger auf einander und auf die Werte, die früher wichtig waren. Werte, Sitten und Bräuche, unsere ethnische Identität, die heute nur aufbewahrt werden können, wenn man sie einpackt. Zum Beispiel in einen komischen Koffer. Jemand, der diesen Koffer schützen möchte und plötzlich als Fremder in einer Stadt auftaucht, wird unsicher, diese Schutzaufgabe erfüllen zu können. Gibt es ein Problem? Ist dein Koffer zu schwer? Es ist eine lange Geschichte. Du würdest sie sowieso nicht verstehen. Versuch's mal, sie zu erzählen. Na gut, hier wirkt alles so fremd. Warum? Kommst du nicht raus, Boy? Woher kommst du denn? Kennst du BK-Spuster? BK-Spuster. BK-Spuster? Nein, ich habe das noch nie gehört. Also, es ist ein Dorf in Südungarn, wo eine starke Gemeinschaft lebt, die stark zusammenhalten und die Sitten und Bräuche beschützen, die zu ihren deutschen Wurzeln zurückreichen. Sie sind die Ungarndeutschen, aber du hast schon darüber sicher Informationen. Wer? Ungarndeutschen? Wer sind sie? Kennst du sie nicht? Dann zeige ich dir etwas. Hast du schon Hefeknödel gegessen? Nee, was ist das? Es ist eine traditionelle ungarndeutsche Speise. Eigentlich ist es aus Teig gekochter Knolle. Und am besten schmeckt es, wie es meine Mama gemacht hat. Ich bin neugierig. Erzähl mir noch. Dann sehen wir, was habe ich noch in meinem Koffer? Das wird dir sicherlich gefallen. Wie schön. Ist das bei euch trendy? Das ist die typische schwedische Tracht. Das haben die Mädchen und die Frauen in meinem Dorf getragen. Ich möchte es auch probieren. Ich möchte noch mehr wissen. Was hast du denn gemacht? Ich habe es dir nicht erlaubt. Wo sind wir denn? Wie werde ich nach Hause gehen? Was ist passiert? Wie konnte es geschehen? In Ordnung. Du brauchst keine Angst haben. Ich erzähle dir mein Geheimnis. Ich habe meinen Koffer hier mit allen schwäbischen Sitten und Bräuchen, weil ich die Aufgabe habe, sie zu schützen. Ich bin eigentlich ein Wachmann. Aber du hast gezaubert. Nein, nur mein Koffer hat Zauberkraft. Er liefert mich immer an einem Ort, wo Ungarndeutschen gelebt haben und ich Sitten retten solle. Aber ich denke, dass er kaputt gegangen ist. Warte kurz, ich probiere ihn zu reparieren. Ich habe ein solches Gefühl, dass ich schon in diesem Ort war. Die Möbel, die Bilder sind mir sehr bekannt. Ich weiß schon, wir sind im Boy. Komm! So schön, wie in meiner Kindheit. Viele Gedächtnisse, viele Bilder. Aber wie kann es denn sein? Wohnen hier in Boy Ungarn-Deutschen? Meine Oma hat mir einmal darüber erzählt. Die Deutschen wurden schon in der 18. Jahrhundert in Boy angesiedelt, erstmal wegen der Botjain-Montenuvo-Familie. Hier haben sie Landwirtschaftsarbeit bekommen. Dann haben die Ungarndeutschen eine lange Vergangenheit hier an diesem Ort. Ich kann langsam meine besondere Reise schon verstehen. Hier erzählt alles die Vergangenheit von ihnen
Und im Stadtzentrum gibt es auch eine Statue für die Heimatvertriebenen. Bitte, zeig's mir. Sehr, muss ich jetzt gehen. Ein anderes Ort wartet auf die Entdeckung. Danke dir, dass du mir ein bisschen Hoffnung darüber gegeben hast, dass die Ungarndeutschen ihre Traditionen schützen. Danke dir dieses interessante Abenteuer und die Erfahrungen über die Zauberwelt. Auf Wiedersehen, kleines kluges Mädchen. Bis zum nächsten Mal. Bis ein solcher Engel die schwedischen Traditionen schützt, werden sie sicher nicht verschwinden.